Eigentlich sind wir hier schon gut gewappnet für diese Situation. Sind halt nur so viele Leute da unten. Oh, eine 1%ige Chance. Oh. Okay. Hm. Ich muss mich um den Magier da oben kümmern. Das ist der einzige, der mir noch alles hier ruinieren kann. Ich meine, die machen nichts an Schaden. Null Schaden machen. Soll ich sagen, das Spiel ist schwer auf hart. Haha. Ja, ich kann ja mal nicht doppeln. So viele Gegner. So. Die Crit-Chance von dem macht mir Angst. Ich weiß, es ist nur 1%, aber kann schnell passieren. Irgendwie ist die Situation doch ein bisschen gruseliger. Für eine Waffe kriegst du Meisteraxt. Ah. So, was wollte ich machen? Ich wollte den Rapier einsetzen. Ich kann gar nicht auf den Magier los, weil dann bin ich in Reichweite von denen hier. Nur im Nahkampf eingesetzt werden kann. Also lange jeder hier voller AP ist. Oh, ich wünschte, ich hätte die Heilungsfähigkeit von ihr jetzt. Ich kann sie ja rein bewegen. Und sie würde ich am liebsten in den Wald irgendwo platzieren, damit sie auch nicht drauf geht. Ich muss das halt so versuchen. Rapier wird ja wohl genug Schaden machen, ne? Oh ja. Oh ja. Einer. Ach ja, wurde nicht gebaut. Schon wieder beinahe Mist gebaut, ey. So. Oh mein Gott. Irgendwie klappt hat, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das klappen wird. Warte mal, ich kann Dings einsetzen, ne? Donner habe ich auch noch, genau. Kann ich von hier aus, ja. Aber ich doppel da bin ich, verdammt. So, ich könnte hier hingehen, damit sie. Ich könnte auch Bündnis einsetzen, aber mit Echo wird sie, glaube ich, nicht doppeln können. Ne? Na, ich platziere sie da oben hin. Muss ich einfach nur darauf achten, dass niemand sie erreichen kann. So, du kannst schon mal nicht von da oben, du hättest sowieso nicht erreichen können, verdammt. Mein Gott. Was hast du nochmal hier? Erlaubt einen Angriff von benachbarten Gegner und ein Gebiet von 3 Feldern, setzt sie Gebiet und 2 Reihen dahinter in Brand, nur Schwert. Also was, versuchen wir das mal? Nein. So, warte mal hier. Kommst du rote Haare jetzt? Kann ich das so machen? Flammender Löwe. Ah, guck mal hier. Da wird der ganze Ort in Brand gesetzt.
Ich würde aber lieber dahin gehen, aber dann gehe ich schon wieder in Reichweite von denen allen. Auch kann ich das so machen? Nein, doch. Aber ich mache drei auf drei anliegenden Leuten hier Schaden, okay. Ah, ich meine, zeig mal. Oh, ich dachte, er macht die Angriffsanimation von Roy. Das ist Fire Emblem 6. So, ich glaube nicht, dass er das so sehr gebracht hat. Warte mal. Kann ich dich da platzieren? Lass mich daneben leben treffen. Ne? 30%. Pfiff. Und du kannst nicht kontern, weil er hat einen Nahkampf. Jawohl. In die Fresse. In die Fresse. Elfenflut erhalten. Okay. Was kann denn jetzt hier noch passieren? Geht's auf ihn los? Warum hast du den Lanzenmeister ausgerüstet? Warte mal, ist eigentlich... Weil das nicht gut. Lanzen sind auch nicht gut dagegen. Ich habe so ein Gefühl, ich darf mich nicht hier rein bewegen, weil dann kriege ich Schaden. Na, werfen wir mal. Bringt nichts. Verdammt. Uns geht schon gut. Bin mir ziemlich sicher, überleben hat. Seine Werte sehr langsam gut. Okay. Erfahrungspunkte. Jetzt hat so richtig diesen Effekt von Soft aktivieren können. Verderben. So, was kann dir passieren? Du gehst auf ihn los, machst nicht viel Schaden. Du gehst auf sie los, machst nicht viel Schaden. Du gehst auf ihn los, macht nicht viel Schaden. Es wird schon gut gehen hier. Bin mir ziemlich sicher, wer überleben hat. So, hier oben jedenfalls. Hier oben noch, ne? Oh mein Gott, habe ich ganz vergessen. Aber ganz vergessen, dass da oben auch noch Leute sind. Ah, Mann, ihr seid alle so blöde. Das Einzige, was ich machen kann, ist zu hoffen, dass er nicht krittet. Das ist das Einzige, was ich machen kann hier gerade. Oder ich könnte hier auf ihn werfen. Wenn ich einmal krittet, bin ich weg. So. Ich kann auf jeden Fall den Langschwer ausrüsten, ne? Ich kann schon mal hier irgendwas angreifen. Nicht der Magier, weil sonst macht er mich in der nächsten Runde fertig. Hey, Level 6. Also Kraft, Lanzenfähigkeit. Wenn ich jetzt noch Punkte hätte dafür, ne? Ah, rein da. Oh, dem sogar Schaden. Ein bisschen aufpassen. Weil der Magier müsste sie eigentlich nicht erledigen. Ich muss hier bleiben mit ihnen. Okay, der Magier kann mich treffen. Ja, passt schon. Mit der kann ich nichts machen. Weiter geht's. Nice. Oh, oh. Okay. Sie hat wenigstens keine Crit-Chance hier. Oh. Jetzt greift der Louis nicht an, wenn ich ihn einen Langschwer gebe, aber da gibt es jetzt nicht. Sack. Ah, ich kriege ja durch jedenfalls, die ich für Erbbarkeiten ja ausgehen kann. Jeden Angriff 5. Gibt's doch nicht, Mann. Oh, natürlich werde ich getroffen.
Krönschatter. Sehr geil. Nein. Aber da klappt das auch mit Lanzenbrecher. Da kann man auch gebrochen werden. Das ist auch voll kacke. So. So. Wir müssen dich erledigen. Dun dun. Okay. So, kannst du ihn erledigen? Sehr geil. Ja. Die Lanzen werden mich nicht fertig machen. Schwertagilität 2. Au. Au. Blas nicht hier so frische Luft durch die Gegend. Oh, nice. Geist erhalten. Geist. So. Sind all meine Heiler da unten. Okay, sie kann ich heilen. Mal hin. Du wolltest mal sie hoch. Voll bitte. Nicht wieder ein AP übrig lassen. Danke. Dann gehst du da rein und möbelst dir schon. Na, lass mal lieber. Obwohl, ich kann nicht einen schicken. So. Alles klar. Oh, ist das Level 15? Oder warum er so stark ist? Kann ich dich mit ihnen erledigen oder mit sie? Dash. 51%, komm. Okay. Oh, ich war in Reichweite hier, sehe ich gerade. Verdammt, warum die sich nicht bewegt. Wenn ich hier reingehe mit ihr, ne, dann dürfte sie eigentlich gar nicht getroffen werden. 133, 118. Nee, dann hat sie eine Ausweichfähigkeit von 136. Ja, kommt hier rein. Wagt es ruhig, mich anzugreifen. Schafft er doch nicht. Das hat Gefühl, ihren Ausweich Dingen zu geben, ist irgendwie voll überpowered. So, euch kann ich angreifen. Ich kann Erfahrungspunkte, aber egal. Obwohl, kriege ich Erfahrungspunkte? Ich meine, ich mache keinen Schaden. Aber ich krieg so Erfahrungspunkte. Cool. Und hey, da kann ich auch jemanden erledigen. Sehe ich gerade. Ein. Ja. So, mir fehlt noch du. Ich lasse mal in der Mitte, falls Ivy sich entscheidet, sich zu bewegen. So, jetzt will ich mal die Ausweichfähigkeit sehen. Wir müssen eigentlich 0% mich treffen. 0%, ja. Da ist doch voll überpowered. Sie kann die Gegner ja alle soloen. Ja,
Ja, alles, was ich machen muss, ist es einfach da wegzurennen mit allen anderen. Sie kümmert sich um die. Donk. Hat er voll überpowered, Mann. Deiner hat gar nicht angegriffen. Ach, der hat nur einen Rang, okay. Eine Reichweite meine ich. Ja, einen Moment mal, sie hat nur noch Elfenlicht. Ja, nur Magie. Das ist so überpowered, ne? Alles, was ich gemacht habe, ist hier ein Eisendolch zu geben und ich habe den gravieren lassen. Ich habe den, glaube ich, den Effekt von Mikaya gegeben, ne? Ich weiß nicht, welches Gravierungsding ich da gegeben habe. Weiß nicht, welches Zeichen das ist. Ich glaube, das ist Mikaya. Und das hat diesen Dolch irgendwie, bei so 60 Ausweichen gegeben, ne? Und als verstohlen, ne? Diese Einheit verdoppelt ihren Ausweichbonus durch Geländeeffekte. Gebüsche geben Ausweichen oben links plus 30 Ausweichen. Das heißt, sie bekommt plus 60 Ausweichen jedes Mal, wenn sie in ein Gebüsch drin ist. Sie ist auf Ausweichen 136. Sie kann von nichts auf dieser Karte getroffen werden. Ivy kann sie auch nicht treffen. Sie kann von nichts getroffen werden, weil Ausweichen. Um die Trefferchance zu berechnen, nimmt man Ausweichen und nimmt die Trefferwahrscheinlichkeit, also hier minus. Und ja, umgekehrt. Man nimmt die Trefferwahrscheinlichkeit und zieht Ausweichen ab. Und so ergibt sich die Trefferwahrscheinlichkeit, ne? Und das heißt, mehr oder weniger, wenn sie mehr Ausweichen hat als alle anderen, als die Gegner Treffer haben, dann wird sie nie getroffen. Sie hat 136 Ausweichen. Er hat 133 Treffer. Er auch. Das heißt, sie hat 0% Chance, irgendwie getroffen zu werden. Da unten rechts. Treffer. Sie kann nicht getroffen werden. Sie könnte wortwörtlich hier die ganze Karte gerade soloen. Ich meine, sie macht bei einigen wahrscheinlich gar keinen Schaden. 16 Schaden. Doch, sie könnte ja alles fertig machen. Warum geben die mir so was hier irgendwie von Anfang an, mehr oder weniger? Hey, das ist doch voll überpowered. Und ich halte mich ja noch ein bisschen so zurück hier mit den ganzen Sachen. Weil ich schon jetzt denke, irgendwie das Spiel ist ein bisschen einfach, ne? Ich halte mich ja schon so ein bisschen zurück mit einigen Sachen. Wäre nicht zu überpowered sein. Und die Sache ist, sie ist noch Level 10, ne? Das heißt, sie kann noch stärker werden. Das bedeutet, irgendwann wird sie wahrscheinlich noch mehr Ausweichen haben. So, mal so was hier. Läuft sowieso ab. Bonk. So, mal gut zum Leveln, die Level, ja. Kapitel. Also alles, was ich jetzt machen muss, ist hier eigentlich nur warten, ne? Ich kann jetzt eigentlich hier nur warten mit ihr. Wir haben alle 0% Chance, mich zu treffen. Und warum hat sie 18% Kritschung? Wo kommt das auf einmal her? Wo kommt die Kritschung auf einmal her? Kunst des Tötens? Auf ein Gelände, das ihr Ausweichpunkt gewährt, erhält sie Treffer plus 15. Nein, das ist wieder was anderes. Ausreichender Effekt plus 15 vom Bad, von dem Eisendolch hier. Ich weiß nicht. Also ja, wir können jetzt hier mit ihr die ganze Zeit hier chillen, ne? Und sie macht, sie geht einfach hier rein und
Mach die fertig. Ich habe, glaube ich, aus Versehen eine überpowerte Einheit hier steht. So, geh du mal auf. Bekommst du irgendwelche Fähigkeiten? Nee, du hast ja gar nicht. Ist ja lecker. Ich nehme an, die höchste gelevelte Einheit gibt mehr Erfahrungspunkte, ne? Die ist Level 12. Ich weiß es nicht. So, also wir müssen jetzt ja eigentlich nur warten, ein paar Züge, ne? Ich nehme an, hier passiert gleich auch noch was. Ich werde jetzt bestimmt nicht erwarten, bis wir hier auf sie zugehen, ne? Und bestimmt auch noch von alleine irgendwann. Also ja, das ist... Also, was ich davon halten soll. Aber ja, sie kann wortwörtlich nicht sterben, ja, solange sie in einem Gebüsch ist. Sie kann nicht sterben, ist unmöglich. So, jetzt hat sie mehr Geschicklichkeit und mehr Glück. Mehr Glück hat sie nicht bekommen, aber mehr Geschicklichkeit. Das bedeutet, sie ist noch schwieriger zu treffen. Sie ist wie Petra aus Three Houses, nur voll auf Steroide. So, aber dein Ding ist wieder voll, sich gerade. Das Problem ist aber, wenn sie außerhalb eines Dings ist, dann kann sie wieder getroffen werden, ne? Ich meine, das soll der Nachteil hier sein, ne? Ah, mach erstmal dich fertig. Oh, ich habe ein Monster erschaffen. Was habe ich getan? So. Ich nehme mal an, ich muss wieder alle ihr triggern, ne? Okay, sie hat jetzt nicht mehr so ein Arsenal von Waffen hier zur Auswahl. Was ich ja machen könnte, ist, ne, ich könnte Yunaka eben bewegen. Dann gehen alle auf sie los, ne? Und dann, wenn sie näher kommen, dann boom, dann kommen sie alle von ihr ab. Ich glaube, das mache ich sogar. Oh, das ist doch perfekt. Ich habe eine perfekte Einheit, die Leute jetzt anlocken kann. Das ist doch pervers. So. Ich nehme an, du nimmst den Kill dann, ne? Ja, das Yunaka wird, glaube ich, in den nächsten Kapiteln ein bisschen Pause haben. Sie haben schon mit ein paar Punkte, die er bekommen gerade. Na, Yunaka, kannst du den Typen fertig machen? Oh, Marides. So. Jetzt kann sie die Leute hier noch heilen. Ja, ne, ja. Ich bin mir ziemlich sicher, wir brauchen ihre, obwohl ihre Gruppenheilung könnten wir vielleicht noch gebrauchen. Je nachdem, wie das hier abläuft gleich. So, Yunaka, alles, was ich jetzt machen muss, ist eigentlich nur dich hier reinpacken und du wirst nie getroffen. Nie. Weil aber nur die Pflege ja. Ah, John bekommt langsam auch hier ein paar gute Level ab. Langsam können wir mal Fram wieder hier platzieren. Sie ist schon Level 11.
So, jetzt gehen wir einfach hier hin und warten einfach, bis Ivy näher kommt. Jetzt kommt wahrscheinlich mit deren ganzen Gefolgsleuten hier an, ne? Warte. Nein, du kannst auch nicht mit sie reden. So, dann gehen wir hier rein und dann werden sie alle getriggert, ne? Und das war's dann eigentlich, ne? Ich müsste noch nicht mal irgendwie mit meinen anderen Truppen da rein, ne? Ich könnte eigentlich jetzt hier mit Yunaka da reingehen und die alles regeln lassen. Eventuell wird sie alle Leute erlegen. Ich will natürlich, dass andere Leute auch Erfahrungspunkte kriegen, ne? So, wir haben noch Teleportragner und all so was. Wir haben noch unsere Multiheilung. So. Das war es hier eigentlich. Ich habe jetzt irgendwie gar nicht checkt, ob das irgendwie macht, hier mit dem Fackeln zu reden. So, ich muss sowieso die ganzen Leute hier neu erledigen, wegen den eigentlich nur den Mönch da. Ja, ja, sorry, aber da wird nichts bringen. Trefferchancen sind null. Also wenn man wenigstens irgendwie kompensieren könnte, damit dass sie gar keinen Schaden macht, ne? Aber sie macht auch ganz schön viel Schaden. Okay. Ah, jetzt hat der die beschützt. So, wir können hier reingehen und dich einmal erledigen, ne? Nee, kann man nicht, weil der eine Typ sie beschützt. Ich konnte hier reingehen und den ersten Treffer. Das ist eigentlich effektiv gegen Drachen. So, ich bin mir ziemlich sicher, ich habe einige Anti-Kavalier-Klamotten irgendwo. Wir sind Ritter tot, ne? Ja. Aber die haben alle Äxte. Dreck. Ich meine, es ist kein Grund, jetzt hier nicht mehr Dings einzusetzen, ne? Die sind genau, nee, der ist ein bisschen stärker. Oh, ist ihn fertig. Der 3 macht ihn da oben. Entschuldige mich bitte. Excuse me for being rude. Hatte, glaube ich, die exakte Übersetzung, ne? So. Jetzt mal Wodau ein. 21 Crit Chance, komm. Ah. Kritische Trefferwaffen sind im Spiel mit unendlichen Waffen immer das Beste. Normalerweise haben Waffen in Fire Emblem eine begrenzte Anzahl, die man sie gebrauchen kann. Eisenschwerter zum Beispiel haben normalerweise eine, was war das, 40? Man kann die nur 40 Mal benutzen. Also jedes Eisenschwert kann man nur 40 Mal benutzen, dann gehen die kaputt. Aber in Spielen, wo unendlich Waffen verfügbar sind, die keine und die nicht kaputt gehen können, da ist halt voll überpowered. Einfach nur weil, wenn man irgendwann eine gute Waffe hat, dann ja, dann braucht man keine Angst mehr haben, die zu verbrauchen.
bei kritischen Trefferwaffen ist dann immer am schlimmsten, wenn du die einsetzt, weil die haben normalerweise nur eine Gebrauchanzahl von 20 oder so, und dann benutzt du die und du kriegst nicht. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, weil dann kriegst du irgendwie nichts aus die Waffen heraus. Aber wenn die nun endlich hast wie hier, ja, da ist das schon fast überpowered. Ich könnte, ich möchte nicht unbedingt hier stehen. Ich könnte so angreifen. Muss ich mir einen Treffer hier abholen. Ich kann auch den hier machen, auf jeden Fall. Boom. Teleportragner, mach dich nicht fertig. Aber ich muss dich erledigen. Dann sollte ich eigentlich genug Einheiten haben für Ivy, ne? So, sie kann, er kann. Zur Not kann ich ja immer noch. Nein, verdammt. Das ist jetzt ein bisschen unpraktisch. Aber nicht unmöglich, weil. Doch, vielleicht sogar schon. Sie hat eine Geschicklichkeit von 11. Sie wird gedoppelt, aber sie hat genug. Er wird gedoppelt. Er hat nicht genug. Er bringt sie sowas von um. Außer ich platziere hier mein Dings. Ich meine, ich kann das eigentlich locker schaffen, trotzdem. Ein bisschen missgebaut hier. Mann, Butcheron, man muss es ja daneben hauen. So. Mit den hier. So. Warte mal, ich glaube, das war nicht gut. Den Vorrat damit. Nee, er ist sowas von tot. Außer ich platziere meinen Hauptcharakter dahin. Sie hat außer. Wenn ich meinen Hauptcharakter dahin platziere. Brauche ein bisschen Glück im nächsten Zug. 25 Angriff. Der nimmt 21 Schaden mal 2. Wie viel tust du den Schaden reduzieren? 2, ne? Minus 1. Oh, das ist nicht gut. Das heißt, du nimmst 20 Schaden. Das ist immer noch nicht gut. Er hat die Einheit minus 2 Schaden im Kampf. 1, 2. Okay, das heißt, du nimmst 18 Schaden. Das heißt, du nimmst 2x 18 Schaden, das heißt, du nimmst reicht immer noch nicht. Mache ich denn das? Wie viel Schaden machst du eigentlich? 13, 26. Der Eisendolch macht auch nicht genug Schaden. Aber Bündnis bitte. Ach, da bringt die nicht mal um. Also ihr könnte kretten. Okay.
Okay, ich habe noch eine Idee. Und zwar. Ja. Er ist der Einzige, der frecken könnte, ne? Aber wenn ich ihn den Langspeer gebe, dann. Ich hoffe, er hat funktioniert, so wie ich mir vorstelle, ne? Oh nein, warte. Ich hab schon direkt Mist gebaut. Ja, ne, ich hätte ihn eigentlich irgendwas anderes geben können noch, ne? Kann auch sein, dass sie irgendwas vollkommen dämliches macht, ne? Mal schauen. Nein. Auf sie geht sie los. Oh mein Gott. Kein Schwein, sie hatte es überlebt. Aber ist kein Problem. Ich mal einen von meinen 10 Millionen Zeitkristallen einsetzen. Ein Problem ist, ich weiß genau, wo das hier alles schief gegangen ist. Und zwar als Butcher und hier angegriffen hat. Glaube ich. So muss ich mit dir angreifen. So. Dann will ich mit dich angreifen. Aber ich hatte nicht schon vorher so gemacht. Stimmt ja nicht mit mir, ey. Ich glaube, ich wollte meinen Hauptcharakter als letztes sie angreifen lassen, ne? Für mehr Erfahrungspunkte und so, ne? Aber nicht so funktioniert. Oh, oh nein, da bringt immer noch nichts. Obwohl, Butcheron. Muss ich schon wieder auf ihn verlassen, ey. Oh mein Gott, ey. Oh, der macht dann ihm neben genug Schaden. Hey, Butcheron, komm. Machst du mehr Schaden jetzt bitte? Das gibt's jetzt nicht mal. Er wird nicht reichen. GKP plus 2. Das ist aber ein Problem ist. Oh, Koop-Schlag. Yes. Oh mein Gott. Die Sache ist, ich hätte es, wie gesagt, auch voll einfach machen können. Ich hätte einfach nur sie hierhin platzieren können und dann boom, hätte sie alles erledigt, ne? Ich habe es mir nur schwieriger gemacht, als es eigentlich sein sollte. Weil ich halt einfach alles haben wollte, ne? Alle Gegner erledigen, alle Erfahrungspunkte, alle Items einstecken und so, ne? Als so, es müssen die beiden aber auch treffen. Ja, wenn man den Koop-Schlag macht, muss auch treffen. Oh, sehr gut. Gott, war das dämlich. Schließ dich uns an. Du bist im Intro. Ich weiß, du kommst auf unsere Seite. Ja, überrascht mich gerade nicht. Okay. Ja, dafür sind die Zeitkristalle halt da, ne? Wenn du einfach irgendwie was extra machen willst.
wenn es jetzt nicht so Zeitkristalle geben würde, dann hätte ich definitiv das mit Yunaka gemacht, ne? Weil ich dann auf jeden Fall gewonnen hätte. Aber da ich die Zeitkristalle habe, nutze ich die natürlich auch aus. Also kannst du dich uns anschließen. Irgendwie gefällt er nicht, dass der spielbare Charakter, mit dem ich mich identifizieren soll, so geliebt wird. Das ist schon immer ein Problem mit Fire Emblem gewesen, aber hier ist halt voll extrem. Hier ist man ein Gott. Dämonen auch in Fire Emblem. Ach. Oh, ich habe eine Theorie. Ist der böse Drache ich? Nur mit schwarzen Klamotten und roten Haaren. Mein längst verschollener Zwillingsbruder. So wird das auf jeden Fall ablaufen. Ich weiß, ich habe gerade nur eine Theorie rausgeworfen, aber ich weiß genau, so wird das ablaufen. Da passiert jedes Mal, ich tue irgendeine Theorie rauswerfen, dann passiert es. Ich bin wie Lüster aus One Piece. Nur mit Theorien anstatt Lügen. Ja, na, was ist überhaupt mit dem Vater passiert? Haben wir nichts unternommen, um den irgendwie hier, damit er verschleppt wird? Essen wir. Wir haben gerade erstmal ihn bekommen, ne? Von daher nehme ich mal an, dauert noch ein bisschen. Das heißt Jade. Und dann sah komisch aus. Emblem Live. Warum gibst du mir jetzt das Tutorial? Die Synchrofähigkeit Waffenschild reduziert den erlittenen Schaden, wenn der Anwender den Waffenvorteil genießt. Die Bündniswaffe Meisterachs landet häufig kritische Treffer. Die Bündnisfähigkeit Anpassungsfähigkeit wechselt automatisch zur effektivsten Waffe, wenn der Anwender angegriffen wird. Das bringt ehrlich gesagt nur was, wenn man auch mehrere Waffen führen kann, ne? Ich glaube, ich habe noch keinen einzigen Charakter, der zwei verschiedene Waffen führen kann. Der Mindestangriff Vierfachtreffer ist ein Angriff mit Schwert, Lanze, Axt und Boden, der die Chance auf Brechen des Gegners erhöht. Cool, hat du mir jetzt erst sagst. Okay, ah, nur zwei, ein Gespräch. 300 Eisenbahn, meins. Oh, ein Osterhase. Nein, Schatz, das ist da. Ne, umgekehrt war das, ne? Das ist der Osterhase, nicht der Nikolausi. Nikolausi, ja, ne, sie kommt ja von so einem kalten Land, ne? Glaube ich. Ja, bist du aus dem Weihnachtsdorf? Oh ja. So, Yunaka, aber ich glaube, können es uns leisten, wenn du erstmal eine Pause machst. Du bist mir irgendwie zu broken für dieses Spiel gerade. Ah,
langsam brauche ich es, dass ich nicht irgendwie den höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt habe, den hätte ich total geschafft. Ja, das weiß man mal, Fire Emblem nie. Manchmal ist der höchste Schwierigkeitsgrad relativ einfach, manchmal ist er einfach brutal schwer. Und ich möchte mir irgendwie nicht dieses Erlebnis hier mit diesem Spiel und die Erfahrung irgendwie verderben, indem ich hier voll den broken Schwierigkeitsgrad spiele. Weil manchmal sind die höchsten Schwierigkeitsgrade wie Madness, Lunatic oder wie auch immer die alle heißen. Manchmal sind die einfach vollkommen geistesgestört, ey. Vielleicht mache ich auch einfach nur alles gerade richtig oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich einfach nur so gut. Vater, nein. Ich kann nicht glauben, dass König Hyazanth Vater entführt hat. Wir müssen zur Destinea-Kathedrale Beilung. Ich würde mal gerne wieder an Kampf teilnehmen. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Dämonendrache wieder an Macht gewinnt. Wir müssen zur Destinea-Kathedrale eilen. Okay. Ah, neues Mitglied wieder. Hi. Ich sollte mich richtig vorstellen. Ich bin Jade. Ich will ja nicht eher rum, bis König Morion in Sicherheit ist. Okay. So, ist ja nicht noch ein Tier angeblich gewesen? Habe ich mit dir schon geredet? Okay. Das Problem ist, ich kann den Schwierigkeitsgrad nicht mehr ändern. Ich kann nur noch den Schwierigkeitsgrad runtergehen, leider. Ah, was soll's. Ich spiele jedes Fire Emblem immer erst auf schwer. Und vielleicht wird das Spiel ja noch schwieriger. Vielleicht wird es ja noch schwieriger. Das ist immer das Problem, wenn ich Fire Emblem spiele, ne? Ich tue alle Charaktere gleichmäßig trainieren. Das ist eigentlich ein Fehler. Normalerweise, weil man kann nicht alle Charaktere benutzen. Ne? Man in der Regel kann man sowieso nicht alle Charaktere hier in einen Kampf benutzen. Ne? Was bedeutet, normalerweise sollte man sich immer so auf 10 Leute oder so irgendwie beschränken und die dann die ganze Zeit trainieren. Ne? Wenn ich jetzt hier die ganze Zeit so weitermache und alle meine Charaktere hochtrainiere, dann verteile ich die ganze Zeit Erfahrungspunkte, anstatt irgendwie auf 10 Leute zu fokussieren. Ne? Und das hat dann wiederum den Fehler, dass man am Ende irgendwie eine Gruppe aus sehr untergelevelten Charakteren hat. In der Regel verdirbt mir das immer am Ende alles. Und ich bin dann irgendwie zu schwach, was dementsprechend das Spiel schwieriger macht. Also von daher, vielleicht wird es doch dann noch ein bisschen schwieriger. Aber fürs Erste sind noch relativ chillig. Aber mal schauen, wir gehen jetzt erstmal im Somniel. Tun die letzten 10 Minuten hier noch. Jetzt erstmal zur Weltkarte gehen, falls irgendwie eine Cutscene oder so kommt. Sehen wir wieder dieses eine Mädchen. Du schon wieder. Schließ dich uns an. Ist sie der Dämonendrache? Ist sie der super böse Drache? Ja, ne? Hat sie nicht gesagt, sie vermisst ihren Bruder oder so? Oh, nee. この前包帯を巻いてくれたお礼だよ。あの時のあなたの手、暖かかったな。あれ？そう
指輪なんて捨てたっけ。はい。とても大切なものなんです。この前は気づかなかったわ。すごく綺麗だね。本当に。綺麗。ベイル。モン。ショーシの指輪。Gott, was mit der Musik? Was war das gerade? Hast du irgendwas gemacht? Wie du Musik auf einmal so langsam wurde, war ein bisschen creepy, ehrlich gesagt. Okay. Bandgespräche sind jetzt verfügbar. Genau. Destinier Kathedrale. Level 11. Das heißt, sie sind wahrscheinlich Level 13 oder so. So, wir sind jetzt in Lucia, genau. Jetzt müssen wir spenden, was ich wahrscheinlich noch nicht kann. Zum Somniel. Dann machen wir weiter unsere kleinen Runden hier, ne? Mal gucken, was wir ja noch so erledigen können, ne? Sammle ich wieder Zeugs ein und nächstes Mal versuche ich auch daran zu denken, irgendwie die Ringe zu polieren und was weiß ich nicht alles. Ringe. Wir sollten uns ein paar Ringe herstellen, würde ich sagen. Ich vergesse halt jedes Mal. So, Bandgespräche. Aber erstmal will ich hier Unterstützungsgespräch machen. Wofür wir nur einen haben. Wir kriegen mal voll wenig in diesem Spiel. Schön. Mm. Nämlich in einen starken Arm. これはすまない。ついに夢中になってしまったよ。しかし、おんやつ、ストレップフェミ。むしろの筋肉は僕の憧れだよ。一体どんな鍛錬をしたらそこまでの筋肉を得ることができるのだろうか。特別なことは何もしていません。むしろは決まってそう答えるね。だがそうなるとやはり不思議だ。この筋肉は自然発生的に生じたものなのか。実に不思議だよ、ペタペタペタ。少し。少しなんだい。何かその筋肉について思い当たることは。いえ、少し。くすぐったいです。アルフレッド様、それは済まなかったね。 Okay. Die Leute führen hier sehr merkwürdige Beziehungen. So, was macht man hier? Bestellen. Können wir beim nächsten Mal noch machen. In die Arena rein. Bandgespräche. Direkt schon wieder vergessen, ey. Ja. So, Celine und Yunaka. Quatsch, Celine Silica. Cool. Ich glaube, weiter als Level 10 können die Charaktere aber noch nicht leveln, ne?
Moment. So, oh, erst Level C. Wir weichen alles aus. Okay, Fähigkeiten erbe, cool. So, dann catchen wir hier noch mal mit ein paar Leuten. So, wer ist denn hier kurz vorm Level Up? Alchrist, Celine. Haben Sie aber immer die Waffen jetzt erstmal hier wechseln? Nein, mein Gott, Waffen wechseln. Damit du die besseren Chancen hast, jetzt zu gewinnen. Soll ich dir eigentlich noch ein Emblem geben? Sollte ich vielleicht machen, ne? Ah, damit du halt irgendwie was damit hochlevelst. Keine Ahnung. Ich war schon Level 5. Emroy. Hier schon mal gucken, wer alles noch hier aufleveln kann. Okay, Fram, du bist kurz davor, eine 10 zu erreichen. Ach, keine Ahnung. Kaya. Jeder, der ja kurz vorm Level Up ist, komm. Yunaka ist auch kurz vorm Level Up, aber irgendwas sagt mir, ich werde nicht so viele Probleme haben, sie zu leveln. Hier kann ich auch mit Kaya gehen. Dann nimm du Celica. So. So, Alchrist. Okay, die Voraussetzung ist natürlich, dass die auch alle hier gewinnen, ne, damit die auf die besten Erfahrungspunkte bekommen. So. Chloe. Keine Ahnung, wer von den beiden stärker. Oh, ich. Obwohl. Ja, doch, gewinn war. Aha! Donk! Bonk! Bitte nicht hauen, Prinz. So, dann Fram. Einmal ihr ist ein bisschen schwierig. Sie wird wahrscheinlich niemanden killen können. Außer es kämpft gegen John. Oh, Kampf der Zwillinge. Oh, sie macht ihn fertig. Okay. Fäuste sind effektiv gegen Bücher. Liegt vielleicht daran, ne? Oh, sehr gut. Okay. Können sie sich unterhalten? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. So, wen wollte ich noch? Celine, ne? Aber ohne Donner. Und dann kriegt sie nichts gekillt. So. Wo sie eigentlich überhaupt kein Problem hat zum Leveln, aber was soll's, ne? Wer gewinnt hier? Oh. Miniaturbogen. Werde ich ja nicht ernst genommen. Okay, das war eine gute Arena. Alle haben gewonnen. Maximal Erfahrungspunkte bekommen, so sehe ich das gerne. Sie bekommt trotzdem immer noch Stärke. Kann sie irgendwann eine Axt? Ja, ne, sie hat ja ein... Stimmt, sie kann ja auch ein Schwert führen. Ah. So, haben wir noch ein Bandgespräch freischalten mit den beiden. Cool.
こんな夜更けにどうされたのですか？スタルク王子、何でもありません。今夜は少し眠れなくて。顔色が良くないです。何か悪い夢でも見たんですか？ Aoi bedeutet schlecht. Schlecht oder Ein Wort fällt mir gar nicht ein. Negative Sachen halt. Schlecht, hässlich, nicht gut. そうだと思います。戦場でも勇敢で頼もしい限りですよ。でも、そんなそう、ポッシュ。わかります。僕も何度も見ますから、兄上がいなくなる夢を。あ、スタルク王子も？はい。内容が内容のだけに、こんなこと誰にも言いませんでしたが。そうですか。 その話詳しく聞きたいところですか。夜更けに話し込むわけにはいかないわ。機会を改めますね、スタルク王子。はい、またいつでも声をかけてください。オッケー。さあ、 oben links haben wir nichts freigeschaltet. Okay. Kaffee können wir beim nächsten Mal machen. Angeln, Krafttraining. Kann ich alles offscreen machen. Leute haben noch neue Gespräche. Sehe ich gerade. Zum Beispiel Jade. Wie sieht sie überhaupt hier aus? So ohne Rüstung und so. Wahrscheinlich komplett das Gegenteil, ne? Warum ist hier ein Lade? Achso, weil ich in der Arena war. Schon sagen. So, da. Irgendwo. Da, hier oben, im Land da hinten. Ja. Wieso habe ich aus irgendeinem Grund gewusst, dass sie irgendwie so Bauernklamotten hat? Oder irgendwie so Latzhose jedenfalls. Danke, dass ich meinen Fuß in diese heilige Stätte setzen darf. Ich werde mich anständig benehmen. Versprochen. So, immer noch mit den anderen Leuten, die noch grüne Sachen zu sagen haben. Das sind storyrelevante Sachen, ne? Alle anderen sind random. Die Klamotten sehen aus wie die Klamotten von Leon aus Kingdom Hearts, ey. Ich mache mir Sorgen um Vater, aber ich muss ruhig bleiben. Ihr solltet euch auf Diamant konzentrieren, nicht auf mich. So, da oben will noch jemand trainieren. Na, was Training, wenn ich über das Training reden. Walda. Wir müssen das abscheuliche Ritual des Dämonendrachen aufhalten. Die Destinier-Kathedrale erwartet uns. Sobald alle ihr Klassen entwickelt sind, kommt er wieder mitten ins Team. Damit er zwar völlig unterlevelt sein und alle anderen werden ihn wahrscheinlich eingeholt haben in Sachen Stärke, aber ich kann ihm ja einen Stab geben. Dann kann er immer noch hochleveln. Das ist gut, das heißt, ihn kann ich irgendwann auch mal wieder benutzen. Nur jetzt ist es voll Verschwendung, halt. So. Mit dem Ding habe ich schon das Maximum erreicht. So, da ist irgendwo noch jemand, aber ich komme da nicht hin. Ach ja, hier ist so ein letztens gesehen. Vater, ich hoffe, es geht richtig gut. Okay, da war's. Gut. Haben alle ihre Story-Bits gesagt? Ja, cool. So, ich kann aber zeigen, was ich hier mit dem Dolch gemacht habe. Ne, Ringe will ich mir auch noch holen. Wo ist das hier? Ich muss mir halt noch mal angucken. Und zwar habe ich hier alles, was ich mit Yunakas Dolch gemacht habe, ist, ich habe einfach nur
Ich habe das hier gravieren lassen. Hier, Genealogy habe ich hier gegeben, oder? Nee. Mir gar nicht angezeigt. Sie hat nämlich an, ne? Ja, Dawn habe ich hier gegeben. Von Vikaya. Und das sind die Werte. Unten links sind die Werte, die sie dadurch bekommt. Kraft ist dadurch runtergegangen. Aber Ausweichen ist um 40 erhöht worden. Das ist ein bisschen... Dadurch ist ihr Messerchen die Ausweichrate um 40 hochgegangen. Oben links sind die Werte, ne? Das ist einfach. Dann habe ich natürlich ihre Waffe noch irgendwann mal hier aufgelevelt, hier so auf Level 2 und 3 und so. Ich glaube, da hat auch noch Ausweichen gegeben. Ich bin mir nicht sicher. Und ja, sie ist jetzt untreffbar. Sie bekommt jetzt im jeden Gebüsch plus 60 Ausweichen. Glaube ich, war das, ne? Das ist irgendwie gestört. Ja, sie hat ein natürliches Ausweichen von 75, ne? Sie bekommt 40 durch ihren durch das Messer, ne? Das ihre natürliche Ausweichchance ist 35, ne? Ich glaube, das hat, ich glaube, Ausweichen setzt sich zusammen aus das Doppelte von Geschicklichkeit, ne? 30 und die Hälfte von Glück, ne? Ja, 30. Das sind 30 und 5. Ja. Ja, sie hat eine natürliche Ausweichrate von... Ja, warte mal, habe ich das richtig gerechnet? Du hast eine Geschicklichkeit von 1, der Doppelte davon ist 2. Die Hälfte von Glück. Ich nehme mal an, abgerundet ist 2. Ja. Daraus setze ich dann Ausweichen aus. Ja. Okay. Warum hat sie so viel Ausweichen? Ausrüstungseffekt. Ja, wenn ich die Waffe auch den... Sie würde 80 Ausweichen haben, aber das wird nicht so viel bringen, weil Verstohlene bekommen mehr Ausweichen in Gebüschen. Uff. Das hat Potenzial, voll broken zu sein. So, und jetzt machen wir noch ein bisschen... Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit für Gacha. Jetzt, wo ich gesehen habe, dass die Ringe irgendwie so Effekte geben können, ne? Spezielle Effekte können wir ja gleich noch irgendwie einige von denen machen. So, Bündniswaffen hier, das habe ich noch nie gemacht, ehrlich gesagt. Bandringe verschmelzen habe ich auch, glaube ich, noch nicht gemacht. So, von welchem Spiel will ich denn hier? Ich will mal irgendwie 10 holen, aber das kostet so viel. Und ich weiß nicht, ob ich dann von allen, ich würde am liebsten von allen Spielen jetzt 10 haben, nicht nur von einem. Wir haben uns mal einen Ring von ihnen in der Serie. Fire Emblem 1. Nabal, oh, der erste edgy Schwertkämpfer. Der originale Edgelord Schwertkämpfer. So, Valba, oh. Das war der Ritter, dem irgendwie einer die ganze Zeit voll rumgeschwult hat, ne? Oh, ihr seid so unglaublich, Lord Valba. Aden. Noch ein Ritter aus Genealogy Live. Oh, wieder mal besser, Gold. So, Ozain haben wir doch, glaube ich, ne? Verdammt. Ne, ich glaube, ich bekomme nie Doppelte, ne? Oder ich habe einfach so viel Glück. So, Fire Emblem 6. Gonzales. Lelena, hey, Roy's potenzielle Freundin und Frau. So, 10. Radiant Dawn. Oh. Noch ein goldener. Schon wieder Tibane, den habe ich doch schon. Nein, man kann sogar doppelt kriegen. Warte mal, kann ich die jetzt verschmelzen? Ich habe die zweimal doppelt. Ich brauche 3 von denen. Und da muss ich noch 1000 Oschen dafür bezahlen. Da kann ich ja lieber Dings hier einsetzen. So, noch eine Runde. Komm.
Ich ja trotzdem irgendwie 1000 Dinger verballern. Tiki, hey. Meine Rakete. Die sind mehr oder weniger mit Marv, das Maskottchen vom Fire Emblem. So, Elm. Boom. Mal schon ein, aber einen schwächeren. So, gib mir mal ein Platinium-Ring, bitte. Ah, Quan. Hey, das ist Lives Vater. Also er, ja. Der wurde auch eingeladen. Nee, der wurde nicht zum Barbecue eingeladen. So. Hm, Platinium? Nein. Fair. Potenziell Tochter von Lin. Oh man, schon wieder nur. So. Schon wieder Tiban. Komm. Ich bin der König der Falken. Ja, okay, ist gut. Möchte jetzt verschmelzen. Oh, ich habe 2x4. Hm. Ah, lass mal erstmal. Ich meine, besteht ja immer noch Chance, dass ich irgendwie so bekomme, ne? Neue Informationen unter Ringe. Was bedeutet das? Hier. Muss was Neues jetzt hier? Oder meint ihr hier? Hier? Nach weil ich jetzt hier neu ab. Ja, ist klar, dass hier neu sind. Oh, ist so gut, man kann ja mehr oder weniger die ganzen. Kann man hier auch. Ach, man kann ja sogar Informationen von denen nachlesen. Von Talios aus Akanea, ein Kontinent einer anderen Welt. Held von jenseits von Ilios, bekannt als die Rote Klinge. Held von jenseits von Ilios, bekannt als Windmagier und Magiewunderkind. Erscheint in Shadow Dragon and the Blade of Light unter anderem. Ach, wenn man Gold hat, dann kriegt man mehr. Oh, oder auch nicht. Eine Heldin von jenseits von Ilios und eine Wirmgott-Prinzessin. Bin ich verwandt mit die? Held von jenseits von Ilios und der Erretter des Landes Valencia. Erscheint in Shadow von Valencia. Shadows of Valencia. Ich glaube, das sind alles ihre Titel. Wenn man das Spiel abschließt, dann sieht man sozusagen immer so eine Zusammenfassung, was mit den Charakteren am Ende passiert. Und ja, Phrasia 7076. Und ich glaube, je mehr Ringe man hat, desto mehr Informationen bekommt man, ne? Sieht ein bisschen aus wie Dings, ja. Wie ist der Hauptcharakter nochmal Thorfinn von Vinland Saga. Die Art von dem. Erscheint in Path of Radiance und Radiant Dawn. Cool. Also ja, je nachdem wie viele Ringe man hat, bekommt man mehr Informationen, nehme ich an, ne? Glaube ich, keine Ahnung. Gut, aber ich würde sagen, das war's, ne? Ich erledige mal wieder hier all die schönen Sachen, die man hier noch erledigen kann. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir zu Kapitel 10 uns aufmachen. Wo wir dann zu, wie hießen die Ruinen nochmal? Irgendeine Ruine im Schnee. Zu denen gehen wir hin. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Mein Name ist Daniel P. und ich sage tschüss.